Ok. Gut verteilt über das Jahr gibt es viele schöne Feste und die meisten denken, Weihnachten wäre das Beste. Und auch Ostern ist im Allgemeinen sehr beliebt. Doch ich weiß, dass es da etwas Besseres gibt. Nur ich weiß nicht so recht, wann genau das ist. Und ich weiß eigentlich nicht, was der Grund dafür ist. Nur irgendwas hat's mit dem Heiligen Geist zu tun. Die Details haben wir vergessen, doch wir sagen euch nun, es geht um Pfingsten, unser Lieblingsfest. Denn im restlichen Jahr sind wir genug gestresst. Doch jetzt ist Pfingsten und die Bäume blühen. Und zu Pfingsten muss man sich um nichts bemühen. Und es gibt keine Geschenke, keine Ostereier, keinen Weihnachtsbaum, keine Familienfeier, keine Pfingstenlieder, außer diesem hier. Keinen Pfingstenbraten und kein Pfingstenbier. Es gibt nur blöde Bräuche, die kein Mensch braucht. Die interessieren uns nicht, wozu denn auch? Denn der Grund, warum man Pfingsten liebt, ist, weil Pfingsten sich so bescheiden gibt. Ja, es ist Pfingsten, unser Lieblingsfest. Denn im restlichen Jahr sind wir genug gestresst. Doch jetzt ist Pfingsten und die Bäume blühen. Und zum Pfingsten muss man sich um nichts bemühen. Ja, das ist Pfingsten, unser Lieblingsfest. Wir haben das ganze Jahr gewartet und wir freuen uns jetzt über Pfingsten und die schwarze Kracht, denn wir feiern Fest der Ausgießung heut Nacht.